Hallo und herzlich willkommen zurück zum LP von Battlefield Play for Free. Ja, diesmal als Pionier mit der MP7 und der M1911 Veteran. Die ist echt gut, kann ich eigentlich nur empfehlen. Also ich mag die MP... Wie heißen die nochmal? MP443, genau. Die mag ich ehrlich gesagt irgendwie nicht so. Ich kann die irgendwie nicht leiden, auch wenn die vielleicht schneller schießen mag. Aber ich kann die nicht leiden. Und also ich komme mit der einfach nicht klar. Und hier. Jo. Ja, jetzt habe ich auch mal ein bisschen die Grafik runtergestellt. Sieht man ja ein bisschen. Und ja. Wir sind auf einen, ja, nicht ganz so vollen Server. Aber es ist ja in Ordnung. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich muss niesen. Oh, gut, dass ich niesen musste, sonst hätte er mich gekillt. Ja. So. War das der, den ich auch eben? Ja, kann sein. Aber irgendeine Entschuldigung. Meine Nase läuft wieder. Mann, Mann, Mann. Ich hab die eben gerade erst kurz. Naja, das wollt ihr jetzt alles nicht wissen. Und zwar wollte ich irgendwas noch erzählen. Ich weiß nur nicht was. Also die, dann sage ich mal ein paar Sachen zur MP 7. Und ja, also die MP7, ja, eigentlich wird die auch noch nicht so häufig benutzt, finde ich. Ja, frage ich mich eigentlich warum. Die ist sau geil, sau gut, aber ich finde es auch wiederum gut, dass das nicht so viele benutzen, weil dann werde ich wieder overused. Das ist auch kacke, wie die MG36, ich hasse dieses scheiß Gewehr. Jeder hat das. Jeder. Gut, außer der eine, der Typ da, der hat das RPK-Gewehr. Ja, das Ding finde ich auch geil. Das mag ich irgendwie. Und ja. Jetzt entschärfen erstmal. Also, wieso nimmt ihr alle... Oh nein, beim Nebel leckt das immer so. Wieso nimmt ihr alle... Also das geht jetzt an euch, Addicts. Euch Sanitäter. Wieso nimmt ihr alle dieses MG36? Gut, man kann zwar sau leicht Kills damit machen, aber das macht keinen Spaß. Jeder hat die. Da habe ich einen gesehen. Und... Ja, bei der nächsten, also beim der nächsten Runde gehe ich erstmal die Nase putzen. Nee, das geht ja mir auf den Sack. Ja, Entschuldigung, das geht jetzt gerade nicht, nicht. Aber gleich mach ich das. Ja. Und dann. Ja, warum? Ich verstehe es nicht. Die ist so kacke. Damit kann man einfach, also. Oh, nein. Darüber kann ich mich nicht die ganze Zeit aufregen. Über diese bescheuerte Waffe. Oh, ja. Egal, wir verstecken uns mal hier. Oh oh. Ja. Also in diesem Nahkampf ist die echt fast unschlagbar. Aber auf Range, ja gut, da verziehe ich ihn schon mal ein bisschen, aber kann man halt so maximal 2 Schuss abgeben, also 2 Schussalben. Aber ansonsten geht die auch auf Ferne. Aber eher so im Nahkampf ist sie fast unschlagbar, da muss man noch nicht mal anvisieren, um die Gegner richtig zu treffen. Und das ist genau das gleiche wie hier bei der MP7. Ah, Entschuldigung. Also müsste man einfach nur... Also wenn die, sofern die jetzt hier bei dem Fass zum Beispiel, da kann man einfach so schießen, das geht.
Das ist echt geil an der Waffe. So. Kommt schon, Mädels. Wo seid ihr? Natürlich muss ich auch hier dann in der Nähe rumlaufen, weil auf der Ferne ist sie nicht so sonderlich gut. Also das ist wirklich eigentlich nur eine Nahkampfwaffe. Also wie es eigentlich auch sein soll für einen Pionier da sein. Och Mann. Guck, wir haben gesagt, ich bin reich und auch noch zu. Warum? Ich verstehe es nicht. RPK ist auch viel geiler. Und dann hat er RPK und die. Schrecklich. Wie kann man die nur. Ich sag dazu jetzt nichts mehr, sonst bin ich die ganze Zeit hier so schlecht gelaunt. Und oh mein Gott, haben wir zwei, das ist MG63. Und zwei Gegner, die Sonny sind. Boah. Sowas aber auch. Und mein Team, der hat auch MG36. Wow, was für eine Waffenauswahl. Mann, Mann, Mann. So. Wo sind denn die alle? Ich sehe keinen. Jo, ein Kill. Juhu, ich bin letzter. Sag mal was anderes. Da habe ich einen gesehen. Oh, da ist er. Hä? Wo ist er hin? Hä, komisch. Ich werde auch dann bald, eventuell dann nächste Aufnahme, mit Mom mit der Asphalt spielen und euch die auch mal zeigen. Die ist auch, ja, auch gut. Und, ja, also das bietet eigentlich fast schon wieder so eine OP-Waffe. Und die bietet natürlich easy hier mal wieder zum Schnäppchenpreis an. Also sie ruinieren sich das Game, ganz ehrlich. Und dann diese ganzen Hacker. Gestern hatte ich mal, wollte ich eigentlich mal aufnehmen. Ging nicht, weil da nur überall, auf jeden Server, wo ich drauf ging, waren Hacker. Oh, scheiße. Jo. Überall waren da Hacker. Und dann, ja, dann konnte ich nicht aufnehmen, weil das so kacke wäre. Und dann, was war noch? Ah ja, und ich würde ja auch auf so T4G-Server gehen, ja? Würde ich auch liebend gern mal machen. Aber das geht ja nicht. Da, die mich mal als Hacker irgendwie gemeldet haben. Ja, und jetzt werde ich da als Hacker angezeigt. Und ja, dann kann ich nicht auf alle Server drauf. Super, oder? Okay. Leg dich nicht mit mir. Oh mein Gott, schneller. Wie lange entschärft er denn? Der entschärft gar nicht, oder? Idiot! Warum hat er nichts gemacht? Oh. Na gut. Dann. Ich wollte ja irgendwas zu RP7 mal sagen, ne? Habe ich gerade eben gesagt. Ja, was habe ich denn eigentlich drauf? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Werde ich dann nachher mal gucken. Eventuell, eventuell nicht. Eventuell. Och Mann. Ich hasse dieses Teil. Come on. Der auch. Jetzt sind es drei Medics mit drei MG36. In mein Team. Oh, oh.
Junge. Das ist doch so bescheuert, ey. PSTN. Pistros, also 112. Der Namebot weg, okay. Ja, das finde ich gut, dass die dann auch gekickt werden. Nur ist das ein ziemlich, ja, also anstrengender Server. Also muss man eine gute Waffe oder guten Skill haben. Und ich habe noch nicht so oft mit der MP7 gespielt. Und ja. Wir haben jetzt gleich gewonnen. Wow. Einen Moment mal.